Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Horizon. Ja, viel war bei der Morgenansprache nicht los, nur dass Angela jetzt hier wohnt. Und jo, wir prüfen mal unsere Post, gucken, was da so abgeht. Dodo Airlines. Ah, okay, Dodo Airline Geschenk und von Nuke Ingress. Ah, 100 Meilen, weil eingezogen. Verstehe. Was habe ich denn von Dodo Inc. bekommen? Wo ist das Geschenk? Dort. Eine DL-Augenmaske. Super. Brauche ich. Nicht. So. Nächster Halt, Nuke. Wir wollen unsere Rübenpreise wissen. So, willkommen in Nukes Laden. Was ist denn das? Ein Räucherofen. Nee. So, ich würde gerne die Rübenpreise wissen. Nee. Also, Freunde von mir hatten schon 400, aber da war ich zu spät und konnte es nicht mehr verkaufen. Ja. Fliesenwand! Na endlich! Jetzt haben wir auch was, das wir hier in unserem Badezimmer packen können. So, vielen Dank. Ich danke selbst. So, dann geht's mal zu mir nach Hause. Ich will nämlich die Tapete direkt einweihen. Da ist er. Gefällt mir. So, ich würde mal sagen, wir fragen mal wieder unsere Inselbewertung ab. Und ich sehe gerade, wir haben Meilen? Wofür denn? Jeden Tag auf der Insel. Ah. 20 Tage spielen wir also schon, noch 10 und dann kann Tom Nuke seinen Laden aufbauen. Jo, wahrscheinlich hört man auch die ganzen Geräusche von draußen, das tut mir leid. So, Melinda. Hallo, na, was gibt's? Ich will das Insel-Image wissen. Ja, also wir haben 2 Sterne. So, und vorlesen möchte ich kaputt arbeiten. Sollte man sich, wenn es um den Ruf der Insel geht, muss man schon ranklutzen. Mein Bruder und ich sind auf jeden Fall für dich da, wenn mal in Not am Maulwurf ist. Kapisch? Was? Okay, mehr fürs Auge. Naja, dekorieren müssen wir, das kriege ich hin. Stimmt, da wollte ich ja Nuke meinen Offscreen farmen, darum kümmere ich mich noch. Dann kann ich nämlich den Wildsound holen. Und der kommt danach schön, natürlich schön um meine Bude. So. Und ja, es sind Freunde online. Ich werde die Parts auch übrigens nicht mehr auf, ich nenne es mal Krampf, 20 Minuten, / 30 Minuten bringen. Ich mache einfach so lange, bis nichts mehr zu tun ist. Das kann mal länger dauern, das kann aber auch mal recht schnell passieren. Allerdings wird es auf jeden Fall immer ein 10 Minuten Part. Und erstmal begrüßen wir die Angela.
Hallo. Du liebe Güte, Justin, du bist nur wegen meiner Wenigkeit gekommen? Ach ja, wie schön. Da bin ich also. Willkommen. Nun, ich muss weiter. Doch ich danke dir für deinen Besuch, Ding Dong. So. Ja, wir brauchen halt Sternis, damit wir die Brücke machen können, weil sonst Kaputtarbeit. Wie kommen wir also recht gut an Sternis? Ich meine, wir haben 42.000. Fehlt uns also noch ein wenig, ne? Ja gut, dann gucken wir erstmal nach unseren Meilen. Geld verdienen, Insekten fangen, Obst verkaufen, das kriegen wir hin. Und Makrele fangen und mit meinen Nachbarn sprechen. Ja, das ist alles kein Problem. Dann verkaufe ich das ganze Fremde. So, also 40 hier nehmen wir mit, haben wir schon mal 1500. Ob der Bambus als Obst zählt? Ich bezweifle es, aber ich weiß ja nicht, wie das Spiel das wertet. So, wo ist noch mehr Obst? Und das ist natürlich ein Ei. Leck mich. Und wir haben eine volle Stunde erreicht. Es ist also jetzt 12? Ja, 12. Heißt das, dass Tom Nook seine Rübenpreise ändert? Ich glaube zumindest, ich bin mir aber nicht sicher. Falscher Ort. Super. Warte, hier kann ich buddeln. Ja, Fossilien! So. 179, ja, hat er geändert, aber ist mir immer noch zu wenig. Ich will verkaufen. Ich habe Bambus eine Menge. Das hier, das hier, das hier. Ein Sterni-Ticket, ein wenig Unkraut und eine Muschel. Und hier zwei Glückseier. Ne, drei Muscheln sogar. Jo, gib mir die 15.000. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal kurz was gucken. So, da sind wir wieder. Dann geht hier mit Nachbarn reden und auf Insektenjagd. Nadine! Nadine! Alles runter? Was bringt dich her? Hier, ich hab was für dich, glaube ich. Ich hab für dich eine Weißtextil-Tapete. Nee. Ich hab für dich eine Augenmaske. Ich flippe aus. Das ist echt eine DAL-Augenmaske? Wenn das ein Versuch ist, mich intelligenter aussehen zu lassen, das ist nicht möglich. Du siehst hammerhart aus.
herrlich! Frau hat mir gesagt, dass Shrek sich was eingefangen hat. Oh, okay. Medizin! Wir holen Medizin! Die gute Medizin! Ja, die Medizin! Denn Medizin macht den Rex ganz froh! Und was tue ich hier? Ich weiß es nicht! Ich kann nicht singen. Da, Medizin, her damit. Gib's mir. Nö, ciao. Sayonara. So, Rex wohnte da oben. Hallo, Gesundheit. Hallo, hast du dir Sorgen gemacht? Hier, nimm das. Will ich sehen? Also, wie schlimm schmeckt der? Ist aber auch egal. Hier, nimm das. Oh, danke. Hey, mir geht's gut. Yeah, Bro, das war super. Ich glaube, mir geht's besser. Anscheinend wirkt die echt schnell. Hier, ich hab hier was. Eine Kaffeetasse. Ich hab dich gerade von Corona geheilt. Ja gut. So, dann werden noch die Insekten gefangen. Stimmt, ins Museum geht's auch noch, die Fossilien analysieren. Das ist ja eklig um die Ecke. So, die Schlafmütze ist wieder da. Ihnen, als wäre so mein Butler. So, hier hast du vier Fossilien. Okay, das ist schön. Dann kann ich ja was spenden. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Neugier glücklich. So, zwei von vier. Nein, mal hin. Laber nicht. Ich will weg. So, da sehe ich schon Schmetterling. Uno. Scheiße, ein bisschen mehr hätte gefehlt. Der hat sich jetzt schon so oft entwischt. Na komm, hier muss noch irgendwo was sein. Frauke! Justin, du hast jetzt ja faustdick hinter den Ohren. Ich habe prächtige Neuigkeiten. Du hast dich durch Maßnahmen zur Förderung des Anseins unserer Insel hervorgetan. Vortrefflich, ganz in meinem Sinne. Vielleicht könnte ich behilflich sein. Also, wie machen wir das? Hier. Die Kunden werden sich verbreiten und die werden Besucher für Selfies die Insel strömen. Also, wie wäre es, hier, nimm das. Na, was kriege ich? Ein Radiorekord. Was zum... Warte.
brauchen wir nicht auf der Insel. So, zwei Insekten haben wir verscheucht. Ich bin ein Genie. Ein Genie bin ich, ja. Ein Genie, kein Genie. Na gut, aber ihr findet ja, dass Insektenfangen sowieso immer ein wenig repetitiv. Darum, oh warte. Hab ich dich. Und die gute Michelle spielt gerade Animal Crossing. Ein Moment. So, da sind wir wieder. Ja, ihr seht, ich sammle gerade meine Rüben ein, denn, na, und den Teppich, denn die gute Michelle, eine Freundin, und ich würde es einfach mal sagen, eine Art Aufnahmepartnerin, mehr oder weniger, also sie ist die Freundin von dem Partner, mit dem ich aufnehme hin und wieder, kompliziert diese Geschichte, ich würde gerne, meine Taschen sind voll, ja, scheiße, das kann ich ja gleich öffnen. Denn die hat gerade einen Rübenpreis von über 400. Die hat nämlich gerade mal eben die Zeit zurückgestellt auf ihren alten Rübenpreis. Und den gibt sie uns gerne ab. Und das finde ich natürlich super. Ich bringe ihr auch einfach mal die Fossilien, die ich dabei habe. Eventuell braucht sie die. Fische kommen auch ins Lager. Und dann gucken wir gleich mal, ob auf deren Insel vorbei. Die Lampe will ich nicht. Mann. So. Uno, dos, tres. Und dann sehen wir uns gleich auf ihrer Insel wieder. Und damit sind wir jetzt auf der Insel von der guten Michelle. Jetzt muss ich nur kurz ihren Laden suchen. Da oben ist er ja. Dann kann ich nämlich jetzt als letzte Amtshandlung heute meine Rüben verkaufen. So, hallo? Jo, ich bin gekommen, um einzukaufen. Ich will die Rübenpreise erstmal wissen, damit ihr sie sehen könnt. 415. Und jetzt will ich verkaufen. Ich will alle meine Rüben. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 und 1560 verkaufen. Und damit verdienen wir 647.000 Sternis. Abgemacht. Danke. So, ich werde offscreen jetzt mein Haus abbezahlen und die Brücke bauen. Aber an der Stelle wird der Part erstmal beendet. Ich danke euch fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Ciao.